So, ein neues Video. Ja, ich mache dann mal weiter mit dem Motor. Da baue ich jetzt den Zylinderkopf aus. Das ist der geplante andere Zylinderkopf. Den habe ich vor ein paar Tagen abgeholt. Ventile habe ich schon soweit sauber gemacht. Bis auf zwei sind auch schon alle eingeschliffen. Ja, die Stehbolzen. Stehbolzen habe ich natürlich nicht rausgekriegt. War natürlich klar. Das haben die auch gemacht. Ich zeige euch das. So, das waren der und der. Da haben die ja, das Gewinde in Stand gesetzt. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Aber, was ist denn hier nicht rausfallen? Aber da das vom professionellen Motorenbauer gemacht worden ist, gehe ich mal davon aus, dass das dann klar geht. Ich mache da mal unbezahlte Werbung, weil ich hoffe, man kann da sehen. Die waren, ich blende das immer noch mal ein. Ich verlinke auf deren Internetadresse mal unten in der Videobeschreibung, weil ich habe den Zylinderkopf, ich glaube, mittwochs hingebracht. Ne, donnerstags. Donnerstags habe ich hingebracht. War einfach nach Allerheiligen und eigentlich hieß es, dass ich den erst diese Woche wieder abholen könnte, aber am nächsten Morgen war der schon fertig. Also super schnelle Arbeit und ja, wie gesagt, professionelle Firma. Ist auch ein relativ großer Betrieb, also nicht so eine kleine Hinterhofklitsche. Ich habe dafür jetzt, kommt ja immer ein bisschen noch an, was an Arbeit zu machen ist, also mit Zylinderkopf planen und die beiden Stehbolzen ausbauen und Gewinde in den Stand setzen, 115 Euro bezahlt. Ich denke, das ist ein guter Kurs und damit kann man ja leben. Gut, ich fange jetzt an, weil ich warte immer noch aktuell auf Ersatzteile für den Zylinderkopf, auf die Schaftdichtung und Kolbenringe. Ich mache die Kolbenringe jetzt tatsächlich mit. 1, 2, 3. Ich mache die Kolbenringe jetzt tatsächlich mit und die Pleuellager, weil wenn ich einmal dran bin, bin ich dran und dann kann ich das auch fertig machen. Gut, ja. Also das Ausbauen werde ich wohl nicht mit Filmen brauchen. Das ja, springt ja wieder die Länge, weil das wird dann auch zu lang und ich gehe mal davon aus, davon gibt es auch schon genug Videos und ich glaube, ich habe das auch, glaube ich, schon mal gefilmt. Von daher, ich gucke mal, ob ich das irgendwo habe und dann habt ihr das oben ja, verlinkt. Gut, dann ich baue den anderen aus und dann, wenn es soweit ist, geht es gleich weiter. Dann haben wir das gute Stück jetzt draußen. Aber das Beste zeige ich euch mal eben. Ich hatte vorher noch mal kurz das System abgedrückt, um zu gucken, ob das nicht irgendwo anders undicht ist. Na, da mit dem genialen Werkzeug, das ich mir gekauft habe. Aber, also klar, ein bisschen nass wird es immer, wenn du den Zylinderkopf abbaust, weil das ist ja ganz einfach. Weil es ja immer ein bisschen, aber das ist ein bisschen viel Wasser in den Zylindern und das hatte ich auch noch nie. Ja. Dann hoffe ich, dass es nur der Zylinderkopf war, weil die Dichtung sieht eigentlich nicht durch aus. Naja, gut. Auf jeden Fall ist das alles sehr traurig, weil wenn man sich mal den Kopf anguckt, der ist eigentlich in einem viel besseren Zustand als den ich da habe plan schleifen lassen, aber bringt ja nichts, wenn der hier eventuell der Kopf einen Riss hat, ne? Ich habe da gerade noch mal Gedanken drüber gemacht. Kann natürlich auch sein, dass einfach der Kopf hier, den ich jetzt ausgebaut habe, dass er nicht gerissen ist, sondern dass er einfach nur ja, hätte vor Einbau hätte auch geplant werden müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, der ist 40.000 Kilometer angeblich nur gelaufen, nachdem er überholt wurde. Aber Pustekuchen. Gut. Das war es halt eigentlich auch schon wieder an dieser Stelle, weil wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie spät wir jetzt haben.
20 vor 3 und jetzt noch anfangen da die Kolben zu ziehen, das mache ich dann an einem anderen Tag. Weil es dauert ja ein bisschen, das Auto aufgebockt werden und ja, Ölwanne weg und das ganze Zeug. Also, das mache ich dann an einem anderen Tag. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Alles wartet natürlich wieder auf Autodoc. Irgendwie in letzter Zeit brauchen die immer sehr, sehr lange für den Versand. Warum auch immer. Früher waren die teilweise mal schneller. Aber gut, dann ist es so. Sobald dann alle Teile da sind, werde ich ja dann draußen weitermachen. Ich mache jetzt alles zu, decke alles soweit ab. Hol das ganze Werkzeug rein. Ich werde, glaube ich, noch den Kopf hier auseinanderbauen. Der muss ja auch zerlegt werden, weil Kurbelwelle und Kurbelwelle, Ansaugbrücke und Abgaskrümmer werde ich übernehmen. An den dann überholten Zylinderkopf. Die Hydrostößel, also die Tassen und alles, das ist auch bestellt. Das mache ich auch alles direkt neu. Das Einzige, was alt bleibt, sind die Ventilfedern. Aber Ventilfedern, wann gehen die mal kaputt? Nach einer Million Kilometer vielleicht. Gut, das war's an. Das war's dann an dieser Stelle. Dann, ich sag mal, bis zum nächsten Video, ne? Bleibt gesund, haut rein. Ciao.